Kennen auch Sie das Gefühl, wenn die Gelenke schmerzen, jede Bewegung zu viel wird? Möchten wir nicht alle fit und gesund bleiben bis ins hohe Alter? Aus diesem Grund nehme ich Rosaxan mit den Inhaltsstoffen Hagebutte, Brennnessel, Teufelskralle und Vitamin D. Das stärkt meine Knochen, meine Gelenke, meine Muskulatur. Ich fühle mich gut mit Rosaxan. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Die Burgfestspiele auf der Jakobsburg in Mordka. Die Töchter der Burg. 19. bis 21. und 26. bis 28. Juli. Ein fantastisches Open-Air-Ritterspektakel in der Zukunft mit Musik und atemberaubender Action. Karten im Vorverkauf in der Burg per Telefon unter 035 724 56 92 16 und übers Netz direkt unter jakobsburg.de. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Montag. Neues und Interessantes aus dem Lausitzer Seenland. Hallo und herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit am Montag, dem 8. Juli. Zum Wochenstart blicken wir in das Lausitzer Seenland und im Speziellen nach Hoyerswerda. Neue alte Gelenkbusse fahren bald durch die Stadt. Diese Investition hat aber nichts mit der geplanten E-Bus-Flotte für die Zusestadt zu tun, wie VGH-Geschäftsführer Stefan Löwe erklärt. Sie sind da, die neuen Busse der Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda. Naja, zugegeben, die Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz sind nicht mehr ganz neu. Rund 16 Jahre haben sie schon auf dem Buckel und waren im Süden Deutschlands im Einsatz. Eigentlich hatte VGH-Geschäftsführer Stefan Löwe gehofft, als nächstes in neue E-Busse einzusteigen. Doch aufgrund der wachsenden Fahrgastzahl, vor allem bei Schülern, musste schon jetzt gehandelt werden. Für rund 80.000 Euro waren sie bei einem Zwischenhändler gelistet, also vergleichsweise wenig Geld. Und so fiel die Wahl nach einer kurzen Besichtigung dann auch auf die Dreitürer, so Löwe. Wir haben im letzten Jahr, also in 2023, allein 12% Fahrgäste gewonnen. Wir haben gegenüber dem Jahr 2019 48% mehr Fahrgäste. Muss man ehrlich sagen, der Platz war an den Bussen da bislang. Nur ist er nicht mehr da und jetzt brauchen wir einfach größere Busse, um diese Kapazitäten zu schaffen, die nötig sind. Wir haben ja im Stadtverkehr das Angebot erweitert. Wir fahren abends mit den Bussen länger, wir fahren am Samstag. Auch eine neue Tageskarte und natürlich auch das Deutschland-Ticket machen das Reisen mit den Bussen offenbar immer attraktiver. Die neuen Gelenkbusse ersetzen zwei noch ältere 12-Meter-Busse der Flotte, transportieren aber durch mehr Sitzplätze auch mehr Fahrgäste gleichzeitig. In den Morgenstunden sollen sie ab dem 5. August auf der Linie 5 die Kinder von Schwarzkolm zur Grundschule am Stadtrand bringen und tagsüber dann auf der Linie 1 eingesetzt werden. Bis es soweit ist, müssen die Busse allerdings erst noch gereinigt und betriebsbereit gemacht werden. Auch die 35 Fahrer der VGH bekommen bis dahin noch die Chance, sich an die Überlänge zu gewöhnen. Daher werden die Busse wohl auch schon vorher im Stadtgebiet zu sehen sein. Anders als man vermuten könnte, sind sie insgesamt kompakter gebaut und besonders in engen Bereichen deutlich einfacher zu handeln. Stefan Löwe rechnet daher mit einem reibungslosen Übergang. Immerhin 15 Jahre ist es her, dass in Hoyerswerda das letzte Mal Gelenkbusse im Einsatz waren. Das ist auch für die Fahrer ein bisschen was Neues, einen 18 Meter langen Bus durch die Straßen von Hoyerswerda zu bringen. Das schaffen die alle, keine Sorge, aber ein bisschen üben. Übung macht den Meister, das gilt für Schüler wie für Busfahrer. Da arbeiten wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen dran. Die Busse sind anders als die meisten bei der Verkehrsgesellschaft voll klimatisiert. 3 bis 4 Jahre sollen beide im Einsatz sein. Schließlich wird die Flotte ab dem kommenden Jahr durch 6 Elektrobusse und ab 2026 noch durch 2 weitere Gelenkbusse ergänzt. Ein Wechselbad der Gefühle brachte das Viertelfinale der EM zwischen Deutschland und Spanien. Auch beim Public Viewing am vergangenen Freitag im Stadtpark Hoyerswerda wurde mitgefiebert, gejubelt, geweint. Wo in der ersten Halbzeit die Stimmung noch ruhig war, so saß der Schock beim ersten Tor der Spanier tief. Doch das ließ die Fans in der Zusestadt nicht aufhalten. Mit Bratwurst und den passenden Getränken ausgestattet, wurde weiterhin mitgefiebert. Und dann war es soweit, die Freude beim Tor der Deutschen riesig. Ja.
die Deutschen den Sieg zum Schluss dann doch nicht erringen konnten, war das Public Viewing dennoch ein großer Erfolg. Die Fans fieberten gemeinsam mit, sangen und tröteten. Während der Halbzeitpause spielten die Nachwuchsstars ihr eigenes großes Finale und sogar die ganz Kleinen erlebten die intensive Atmosphäre, die Fußball mit sich bringen kann. Deutschland ist aus der EM zwar raus, ein letztes Public Viewing veranstaltet die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda und die Lausitzhalle dann trotzdem nochmal zum großen Finale. Dann hoffentlich wieder mit genauso vielen Fußballfans und guter Laune. Seit heute Morgen ist in der Hoyerswerda Altstadt die Kolpingstraße vollgesperrt. Es betrifft den Abschnitt von der Schulstraße bis zur kleinen Elsterbrücke in Richtung Alte Berliner. Er bekommt eine neue Deckschicht. Im gut 600 Meter langen Stück werden zudem mehrere Bereiche des defekten Pflasterstreifens instand gesetzt und Schachtabdeckungen auf der Fahrbahn erneuert. Zwei alte Bäume werden gefällt und der Gehweg dort in seiner Breite angepasst, informiert das Rathaus weiter. Auch der Parkplatz am Neumarkt ist für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Ihn dürfen ausschließlich Anwohner nutzen. Die Arbeiten sollen Anfang August beendet sein. Das Event war es, denn bereits zum 16. Mal fand es in diesem Jahr statt, das internationale Braugassentheater in Hoyerswerda. Mithilfe des Viatheer in Görlitz belebten die Künstler auch die Straßen der Zusestadt. Und dieses Spektakel ließen sich die jungen und alten Besucherinnen und Besucher nicht entgehen, zumal es der Wettergott gut meinte. Bei Sonnenschein, aber nicht zu heißen Temperaturen, ließ es sich wunderbar flanieren und staunen. Clowns, Artisten, Musiker und andere Straßenkünstler bespielten den Marktplatz und viele weitere Orte in der Altstadt. An der Johanneskirche zog der Chaos-Clown als letzter Act des Abends nochmal mit viel Action das Publikum in seinen Bann. Die Deutsche Glasfaser startet bald mit den Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Spremberg, gefördert durch das Bundesförderprogramm Breitband. Ziel ist es, Adressen, die weniger als 30 Mbit pro Sekunde Internetversorgung haben, zu verbessern. Moderne Verfahren sollen den Aufwand minimieren und die Straßen werden provisorisch verschlossen. Die Hausbegehung zur Planung der Leitungen beginnen in diesem Zuge ebenfalls. Bürger können sich weiterhin während der Bauphase für einen Glasfaseranschluss entscheiden. Weitere Informationen und Vertragsabschlüsse sind telefonisch oder im Servicepunkt in Cottbus möglich. Britta Leuk ist die neue Leiterin des Forstbezirkes Oberlausitz. Seit Anfang Juli hat sie die Nachfolge des schon im April in den Ruhestand gegangenen Holm Karras angetreten. Zuletzt leitete Leuk das Forstamt in Spree-Neiße. Zukünftig wird sie ihren Wohnort in den Landkreis Bautzen verlegen. Eine Kernaufgabe von ihr und ihren 39 Mitarbeitern wird die Wiederbewaldung der vielen Schadflächen der vergangenen Jahre sowie der Waldumbau hin zu struktur- und artenreichen, klimastabilen Wäldern sein. Der Forstbezirk Oberlausitz umfasst die nördlichen Bereiche der Landkreise Bautzen und Görlitz und erstreckt sich von Bad Muskau im Norden bis etwa an die Bundesautobahn A4 im Süden sowie von der polnischen Grenze im Osten bis nach Bernsdorf im Westen. Im Forstbezirk liegt auch das UNESCO-Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, das durch eine eigene Schutzgebietsverwaltung von Sachsenforst verwaltet wird. Der Landkreis Bautzen investiert seine Bemühungen, seine beruflichen Schulzentren im Rahmen des europäischen Förderverfahrens Just Transition Fund, kurz JTF, zu modernisieren. Der JTF zielt darauf ab, Regionen zu unterstützen, die besonders stark von den ökonomischen und sozialen Auswirkungen des Strukturwandels betroffen sind. In Sachsen sind dies insbesondere das Lausitzer Braunkohlerevier und angrenzende Gebiete wie der Landkreis Bautzen. Der erste Beigeordnete, Jörg Czewczek, betont, dass es darum geht, neue berufliche Perspektiven zu schaffen und die Ausbildung den veränderten Anforderungen der Arbeitswelt anzupassen. Dazu gehört nicht nur eine moderne technische Ausstattung, sondern auch eine enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und das Schaffen von Angeboten für eine kontinuierliche Weiterbildung der Lehrkräfte.
Das Brandenburger Sportministerium fördert den Kultur- und Sportclub KSC Asahi Spremberg mit rund 6.000 Euro aus Lottomitteln. Damit wird die Teilnahme der Lausitzer Judokas in der Bundesliga unterstützt. Die Förderung wird für die Anschaffung neuer Judo-Anzüge benötigt, da die internationalen Wettkampfstandards geändert wurden. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf knapp 7.600 Euro. Der KSC Asahi Spremberg, einer der größten Vereine der Lausitz, bietet verschiedene Sportarten an und ist besonders in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv. Mehr Roboter stellen eine potenzielle Gefahr für die Artenvielfalt der Insekten und Kleintiere wie beispielsweise dem Igel dar. Darüber informierte kürzlich die Naturzentrale Bautzen. Bei seiner Nahrungssuche in den heimischen Gärten wird der Igel vom Mähroboter meistens nicht als Hindernis erkannt und überfahren. So zum Teil schwer verwundet, schaffen sich die Tiere in ihr Versteck und sterben dort später an den Verletzungen. Die Naturschützer empfehlen dem Mähroboter nur tagsüber einzusetzen. Igel sind dämmerungs- und nachtaktiv. Auch bei der Auswahl des Modells könne man einiges beachten. So besitzen einige Roboter Ultraschallsensoren, welche Igel erkennen und ihre Fahrtrichtung ändern. Auch Igelschürzen zum Nachrüsten seien eine Alternative. 30 Jahre ist der Aufbruch ins Ungewisse nun schon her. 1994 wurde die Außenstelle des Malteser Hilfsdienstes in Hoyerswerda gegründet. Und das wurde zusammen mit der Johannesfeier am Samstag ordentlich gefeiert. Alle Dienste der Malteser vom ambulanten Hospizdienst über den Katastrophenschutz bis hin zur Trauerbegleitung sowie zur Tagespflege hatten diesen Tag vorbereitet. Musikalisch eröffnet wurde die Johannesfeier im Kinderhaus St. Elisabeth durch den Chor Gaudemus. Um 16 Uhr führte Pastor Peter Paul Gregor die rund 100 Gäste dann durch den feierlichen Gottesdienst. Anschließend sprach er über das bisher Erreichte und bedankte sich insbesondere bei allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitgliedern. Darunter auch Sabine Mischner, die seit der Gründung vor 30 Jahren hier in Hoyerswerda maßgeblich zum erfolgreichen Wirken beigetragen hat. Danke, dass du 30 Jahre lang hier für uns Eckstein warst. Und jetzt werfe ich ihn dir rüber. Während der Andacht wurde auch den schon Verstorbenen gedacht, darunter Joachim Rudolf, Mitbegründer des Malteser Hilfsdienstes in Görlitz, sowie auch Jens Ingo Noack, dem ehemaligen Dienststellenleiter in Hoyerswerda. Der Abend klang dann mit der Segnung und dem Lied »Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss« aus. Das geplante Johannesfeuer wurde aufgrund der Hitze des Tages nicht entzündet. Morgen findet die erste Sitzung des neu gewählten Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz statt. Die Sitzung wird im Kurmerkersaal in Großrieschen abgehalten und ist öffentlich. In dieser Sitzung werden wichtige organisatorische Schritte unternommen, um die Arbeitsfähigkeit des Gremiums sicherzustellen. Dazu gehören die Abgabe von Erklärungen zur Fraktionsbildung, die förmliche Verpflichtung der gewählten Kreistagsmitglieder und die Wahl eines Vorsitzenden. Außerdem stehen Beschlüsse zur Bildung und Besetzung von Ausschüssen auf der Tagesordnung. Die Ausschüsse sind für die Detailarbeit des Kreistages zuständig und bereiten Beschlüsse vor. Das Pegelmesshaus an der Kleinen Spree in Burgneudorf wurde fertiggestellt. Der Bau des Kooperationsprojektes der Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft des Landes Sachsen, kurz BFUL, und der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau- und Verwaltungsgesellschaft begann im September des letzten Jahres und kostete rund 400.000 Euro. Finanziert wurde der Bau, der Teil des LMBV-Projektes Ausbau Kleine Spree zwischen Burghammer und Spreewitz ist, durch den Freistaat Sachsen und die LMBV selbst. Die Maßnahme eines Neubaus wurde notwendig, da die Technik des alten Pegels nicht mehr auf den neuesten Stand war und die Datenerfassung verbessert werden sollte. Zukünftige Eigentümerin und Betreiberin der Anlage wird die BFUL sein. Zu dem Bau des Hauses wurde ebenfalls eine Pegeltreppe mit Lattenpegel, ein Pegelschacht sowie ein Schacht für die Gütemessung des Wassers gebaut. Die Gütemessstelle wird künftig von der LMBV betrieben. Die AWO-Kita Krabbert in Schwarzkolm setzt auf ein zuckerfreies Konzept. Sie möchte als Vorbild fungieren und Kindern die Bedeutung einer gesunden Ernährung vermitteln. Kita-Leiterin Birgit Leonard betont die Wichtigkeit, den übermäßigen Zuckerkonsum zu vermeiden, um ernährungsbedingte Krankheiten zu verhindern. Eltern und Kinder wurden in die Umsetzung des Konzepts eingebunden und reagierten positiv.
Ein Punktesystem half dabei, die mitgebrachten Frühstücke zu bewerten und zu motivieren. Dies führte zu einem zuckerfreien Frühstück und weniger Verpackungsmüll. Auch das Mittagessen wurde angepasst, indem der Anbieter zuckerfreie Speisepläne entwickelte. Monatliche Kochkurse mit Kindern und Erziehern fördern zusätzlich das Bewusstsein für eine zuckerfreie Ernährung. Eine Rezeptsammlung steht den Eltern zur Verfügung, um zuckerfreie Gerichte auch nachzukochen. Über 400 Mädchen und Jungen aus Hoyerswerda und Umgebung haben in diesem Jahr das Flitzi-Abzeichen absolviert. Mit diesem zeichnet der Sportclub Hoyerswerda besonders sportliche Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren aus. Dabei mussten diese insgesamt 7 Disziplinen für die maximal 21 Käsepunkte ablegen. Die Aufgabenstellungen reichten vom Standweitsprung, Zielwerfen, Balancieren über Rumpfbeuge, Pendellauf, Rollen oder Purzelbaum bis zum Springen und Hampelmann. Fast zu gutes Wetter gab es am vergangenen Wochenende in Senftenberg zum Peter- und Paul-Markt. Hohe Temperaturen und Regen zwischendurch sorgten auf dem Festgelände für weniger Andrang an den Ständen und vor der Bühne, so das Fazit der Gastronomen vor Ort. Erstmals gab es nur noch eine Bühne auf dem Fest. Neu war eine Lounge im Look des neuen Stadtlogos im Zentrum des Markts, die kurzfristige Organisation eines Public Viewings in der ehemaligen Bäckereifiliale am Rathaus konnte eine Abwanderung der Gäste am Abend nur bedingt verhindern. Der fehlende Stargast am Sonntag und brütende Hitze in der Innenstadt machten den letzten Stadtfesttag besonders schwierig, so die Gastronomen. Der größere Schaustellerbereich am Schlossparkcenter kam besonders bei der Jugend gut an. Der langjährige Chefarzt der orthopädischen Klinik Hoyerswerda, Dr. Dietrich Lorenz, ist verstorben. Der pensionierte Mediziner erlag jetzt offenbar einem Krebsleiden. Dr. Lorenz begann seine Tätigkeit 1977 im damaligen Bezirkskrankenhaus Hoyerswerda. Seit 1995 bis zu seiner Verabschiedung vor 2 Jahren war er Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am heutigen Lausitzer Seenlandklinikum. Anfang der 1990er Jahre sorgten die Sendung einer Gelenkspiegelung sowie einer kompletten Hüftgelenks-OP im Hoyerswerda Stadtfernsehen HeuTV, dem Vorgänger von Lausitzwelle, für reichlich Aufsehen. Neben dem damaligen Chefarzt Dr. Patzak gehörte auch Lorenz zum OP-Team. Als erfahrener Operateur und Spezialist für künstliche Gelenke hatte er großen Anteil am Aufbau des sogenannten Endoprothetikzentrums in der Zusestadt. Dr. Dietrich Lorenz wurde 72 Jahre alt. In der AOK-Aktion mit dem Rad zur Arbeit konnten bereits 1660 Bäume in Sachsen und Thüringen erradelt werden. Bei dieser Aktion sind Berufstätige und Studierende dazu aufgerufen, bis Ende August an mindestens 20 Tagen mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Pro 1500 geradelte Kilometer stiftet die AOK Plus einen Baum für regionale Wiederaufforstungsprojekte. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 3850 Bäume erradelt. Dieses Jahr sind es schon fast 2,5 Millionen Radkilometer zurückgelegt worden, was 490 Tonnen eingespartem CO2 entspricht. Andrea Ehlers von der AOK Plus ermutigt zur Teilnahme, um das Vorjahresergebnis zu toppen. Das Landesernte-Dankfest ist eine traditionelle Veranstaltung in Sachsen, die jedes Jahr im September stattfindet. Dabei wird der Dank für die eingebrachte Ernte ausgedrückt und die Arbeit der Landwirte gewürdigt. Das Fest bietet ein buntes Programm an Gottesdiensten, Umzügen, Märkten, Musik und regionalen Spezialitäten. Zudem werden die schönsten Erntekronen und Erntekränze prämiert. Zehntausende Besucher zieht es an die jährlich wechselnden Standorte. 2025 könnte es in Hoyerswerda stattfinden. Die Pläne dafür wurden zumindest den Stadträten präsentiert. Die Stadt Hoyerswerda will sich um das sächsische Landesernte-Dankfest 2025 bewerben. Dazu hat der Stadtrat noch vor der Sommerpause grünes Licht gegeben. Das seit 1989 jeweils im September stattfindende Volksfest ist nach dem Tag der Sachsen das größte landesweite Spektakel. Die traditionsreiche Veranstaltung wird dabei von einer Kommune ausgetragen und soll quasi ein Schaufenster der Wirtschaft und der Kultur im ländlichen Raum sein. Auch dem christlichen Ursprung und Charakter des Festes soll jeweils Rechnung getragen werden. Neben der Stadt Hoyerswerda wird sich insbesondere die Lausitzhalle um die Organisation des Festes kümmern, so der Geschäftsführer des Kulturhauses,
Dirk Rolka. Dazu konnte er den Stadträten bereits einen konkreten Zeitplan zur Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung vorlegen. Unter Verweis auf das jährlich von der Lausitzhalle organisierte Stadtfest sieht Rolka auch gute Chancen zur Nutzung von wichtigen Synergien. Die Planungen für das Stadtfest 25 laufen, sind Jahr um Jahr in gewohnter Qualität sozusagen bereits in der Planung. Hier können also diese Vorbereitungen, die wir eben auch seit 25 Jahren für dieses Fest als Lausitzhalle machen, mitgenutzt werden. Gleiches gilt beispielsweise für ein zu erstellendes Sicherheitskonzept. Auch hier haben wir natürlich wiederkehrend all die Jahre unsere Arbeit getan und müssten natürlich angepasst an die Größe der Veranstaltung und an die Wünsche, die dann kommen, dieses anpassen. Finanzielle Risiken sieht Rolka dabei nicht. Immerhin erhält die Stadt als Ausrichter rund 134.000 Euro vom Freistaat und muss einen Eigenanteil von lediglich 5.000 Euro zahlen. Auch geeignete Veranstaltungsorte sind im Stadtgebiet mehr als genug vorhanden, so der Lausitzhallenchef. Wir würden, wenn wir sozusagen in die Planung starten können und es umsetzen, natürlich in bewährter Weise auf unser Festgelände rund um die Lausitzhalle und den Zentralpark zugreifen. Hier haben wir natürlich ausreichend Kapazitäten, um die entsprechenden Wünsche über Festzelte natürlich zu ergänzen und zu erweitern. Weitere Flächen hätten wir natürlich hinter Möbelhaufmann in Richtung des Lausitzbades. Vielleicht haben wir sogar im nächsten Jahr auch die Eventfläche im Lausitzbad schon im Betrieb. Also man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten hier, Dinge zu nutzen und vielleicht gemeinsam zu einem Highlight zu machen. Neben einem traditionellen Festumzug sind eine grüne Meile mit der Präsentation landwirtschaftlicher Produkte sowie ein Bauern- und Handwerkermarkt geplant. Dabei können insbesondere die ländlich geprägten Ortsteile der Zusestadt eine wesentliche Rolle spielen. Auch die Kultur und hier besonders das sorbische Brauchtum sollen den regionalen Charakter des Festes bereichern. Während der Festumzug ausschließlich in der Neustadt geplant ist, soll das Volksfest jedoch Alt- und Neustadt eng verbinden. Wenn Hoyerswerda den Zuschlag erhält, so Rolka, dann werden wir selbstverständlich eine Brücke bauen, im wahrsten Sinne des Wortes, zwischen Alt- und Neustadt. Also es bezieht sich nicht auf die Neustadt, es wird nicht nur in der Neustadt gefeiert, sondern wir werden natürlich die charmanten Möglichkeiten, die die Altstadt bietet, auch im nächsten Jahr sind wir ja durch die Schließung der Lausitz auch in unserer Interimspielstätte im Vis-a-vis. Wir werden das alles miteinander vereinen. Nicht wie man das mal geplant hat, dass man wirklich jetzt großartige Bauten über die Elsterstraße macht, das nicht. Aber es wird unterschiedliche Veranstaltungsorte geben, die eine wirklich tolle Symbiose herstellen werden zwischen Alt- und Neustadt. Zwar ist es noch nicht offiziell, aber die Entscheidung des Kuratoriums, wer das Landesernte-Dankfest im kommenden Jahr ausrichten darf, ist offenbar bereits für Hoyerswerda gefallen. Bekannt gegeben wird sie dann im September in Mittweida, der diesjährigen Ausrichterin des Festes. Montagmorgen bei Schließtechnik Gäbler in Finsterwalde. Für die Mitarbeiter ein zunächst ganz normaler Wochenstart. Am Computer werden die neuesten Aufträge des Online-Shops bearbeitet, während im Hinterzimmer schon fleißig gefräst und geschliffen wird. An den drei Maschinen bekommt eines der Kernprodukte des Unternehmens den letzten Schliff, einen Schlüssel. Für Privat-, aber auch größere Kunden bietet das Unternehmen Schließsysteme, elektronische Schließanlagen und Alarmsysteme an. Vor gut 33 Jahren hat Inhaber Lothar Gäbler sein Geschäft eröffnet und für ihn war der 1. Juli kein normaler Montag. Corinna Reifenstein machte im Rahmen ihrer Unternehmensbesichtigung das bewegt Handwerker im Gespräch Halt in der Straße am Wasserturm. Als ehrenamtliche Präsidentin der Handwerkskammer Cottbus repräsentiert sie alle Handwerker des Landkreises Dahme-Spreewald, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz, der kreisfreien Stadt Cottbus und auch des Landkreises Elbe-Elster. Sie und Landrat Christian Jaschinski machten sich vor Ort ein genaues Bild der Arbeit, der Auftragslage und eben auch der Sorgen und Probleme des Unternehmens. Dabei interessierte sich Corinna Reifenstein, welche nicht nur Präsidentin der Handwerkskammer, sondern selbst auch Geschäftsführerin von Terpebau aus Spremberg ist, vor allem auch über die aktuellen Arbeitsbedingungen, das Einzugsgebiet, den Fachkräftebedarf und das Thema Bürokratie. Also die Themen, die viele, vor allem kleine Unternehmen belasten. Inhaber Lothar Gäbler zeigte sich insgesamt zufrieden mit der aktuellen Lage.
Die Auftragsbücher seien gut gefüllt, vor allem durch öffentliche Einrichtungen wie den Stadtwerken oder das Amtsgericht des Landkreises. Das Thema Bürokratie und vor allem der Datenschutz macht dem Betrieb hingegen mehr zu schaffen. Kommt beispielsweise ein Auftrag eines Großkunden, kommen im gleichen Zuge auch seitenweise Datenschutzhinweise, Formulare und vieles mehr. Es bleibt kaum die Ruhe, sich immer alles durchzulesen. Und wenn doch, fressen die Formulare viel Zeit. Zeit, die eigentlich dem Handwerk, also dem Herstellen von Schlüsseln oder Installieren von Schließsystemen vorbehalten sein sollte. Doch hier in Finsterwalde lässt man sich deswegen trotzdem nicht unterkriegen. Als eines der ersten regionalen Unternehmen bot Schließtechnik Gäbler schon 2012 einen vollwertigen Onlineshop an, welcher dem Unternehmen Marktanteile und Aufträge brachte. Aktuell beschäftigt Lothar Gäbler 4 Mitarbeiter und unter ihnen auch sein Nachfolger. Ab kommendem Jahr übernimmt dieser das Unternehmen. Anschließend an das Gespräch schauten Handwerkskammerpräsidentin Corinna Reifenstein und Landrat Christian Jaschinski noch hinter die Kulissen und den Mitarbeitern sozusagen über die Schultern. Anlagen wie diese sieht man schließlich nicht alle Tage. Eine einzelne Maschine kostet schnell mal rund 15.000 Euro. Ein wichtiger Einblick für beide. Und mit diesen Infos ging es am Montag nach knapp 2 Stunden auch schon weiter zum nächsten Handwerker der Sängerstadt. Beim Familienunternehmen Tischlerei und Drechslerei Richter steht auch der Generationswechsel an. Tochter Anna Richter wird das Traditionsgeschäft ab dem kommenden Jahr in dann 4. Generation fortführen. Neben der Herstellung von Türen, Treppen und Möbeln liegt der Fokus des Handwerksunternehmens auch auf Service, Einbau und der konkreten Umsetzung von Kundenwünschen. Also von der Idee bis zur Umsetzung. Relativ neu ist man hier in den Markt von Urnen eingestiegen. Ein nahezu einmaliger Einblick für Corinna Reifenstein. Momente wie diese zeigen auch ihr, wie wichtig Besuche wie diese sind. Ich bin ja selbst Unternehmerin, weiß um einige Themen und Probleme, aber ich bin natürlich auch in einer Branche, also im Bau tätig. Da weiß ich nicht immer unbedingt, wie geht es dem Bäcker, dem Fleischer oder gerade heute in der Tischlerei. Sind ja auch Nischenprodukte, die hergestellt werden und ich bin doch sehr zufrieden. Ich freue mich, in beiden Betrieben ist die Nachfolge geregelt. Beide Betriebsinhaber haben sich sehr frühzeitig darum bemüht, die Nachfolge zu regeln. Auch hier in der Tischlerei wird ausgebildet und das freut mich natürlich zu sehen. Fast jedes Jahr werden hier neue Tischler und Drechsler ausgebildet. Ein großer Mehrwert für die Region, vor allem in Zeiten von billigen Fertigmöbeln. Das Handwerk lebt in Finsterwalde. Qualität und Zuverlässigkeit haben aber eben auch ihren Preis. Vor allem mit Hinblick auf die Preiskämpfe in der Großindustrie. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe der Lausitzwelle Regionalzeit angelangt. Wenn Sie etwas verpasst haben oder noch einmal sehen wollen, dann klicken Sie gerne mal durch unseren YouTube-Kanal. Morgen schauen wir dann ins Oberlausitzer Bergland und die Gefilde wieder um 18.30 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut! Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.